So, und da wären wir auch wieder. Hoppala. Gleich geht's schon wieder los. Mit dem ich finde alles auf Anhieb. Was? Das war Pfeil? Okay. Hoppala, ich habe nicht mal nachgeguckt, was das war. Ich weiß nur, dass wir jetzt noch einen zweiten Pfeil suchen. Und ansonsten... das wäre so die Sache. Was für ein Pfeil? Richtungspfeil oder doch lieber ein richtigen Pfeil? Hier ist Lauch. Okay. Was haben wir noch? Schmetterling, Marmelade. Noch ein Pfeil. Hoppala, Nägel. Eine Mühle. Eine Glocke und Würfel. Ist das eine Rassel? Okay. Hier ist ein Spiegel. Ein Kaninchen. Motte suchen wir auch noch. Da ist die Motte. Jetzt noch eine Glocke. Und noch ein Pfeil. Die Glocke. Und jetzt brauchen wir noch einen Pfeil. Schon geht's wieder los mit dem Rumgesuche. Wo ist der Pfeil? Ich glaube, der schlägt mir schon wieder ins Gesicht und ich sehe ihn nicht. Das hier ist kein Fall, oder? Nee. Oh mein Gott, unterm Weizen versteckt. Wir haben Nägel bekommen. Oh, noch mehr Aussparungen. So. Wir haben jetzt eine Säge. Irgendwas wollten wir doch aufsägen, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Achso, ich muss das... Ah, okay, dafür muss ich was zurecht sägen. Das Stück Holz. War das hier? Nee. Wo konnten wir denn das Stück Holz zusammensägen? Hier war's, genau. Wir haben die Maße hier am Kopf. Let me see anyone finding it here. Hier findet ihn niemand. Findet den zweiten Schlüssel. Ja, das ist schön, aber ich habe trotzdem momentan nichts, was den da rausholen kann. So, hier ist der Keller. Philips Haus. Hier kannst du immer noch irgendwas machen. Wir werden sehen. Achso, hier unten war das, genau. Das war festgeschraubt, wir haben einen Schraubenzieher. Bäm, erster Schlüssel. Von 4. Quatsch, hier wollten wir nicht hin. Friedhofsweg. Nee, hier nicht. Nee. Momentan haben wir noch nichts, was wir pressen können. So, dann setzen wir da mal das... Okay, dann setzen wir da nicht das Brett ein. Hier fehlt uns wahrscheinlich die Fischstatue.
So, alte Mühle innen. Hier haben wir noch was. Hier was zum Malen. Das Malwerk. Teeren, ich habe keine Ahnung. Der Schleifstein. Ach, Schleifstein. Ich dachte, es wäre ein Mahlstein und kein Schleifstein. So, jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, um den Schnee da wegzukriegen. Und um das hier wegzumachen. Holzstück. Wollten wir jetzt? Nee. Roses Garten. Dann machen wir es halt so. Brennholz. Jetzt können wir endlich anzünden. Wir brauchen wahrscheinlich noch nicht nur Streichhölzer jetzt, sondern es geht einfach so, okay. Ich hätte gedacht, dass wir noch irgendwas zum richtig Anfachen bräuchten, aber nun gut. Auch den Teer heiß. Veranda, alte Mühle, Seeufer, Boot. Dann teeren wir das Ganze. Setzen ein. Machen das. Brauchen wir einen Schraubenzieher? Nein. Ein Holz haben wir noch. Ich muss das an Land ziehen. Gut, dann gehen wir erstmal Fische da außen. Und da ist ein wenig Wild. Oh, hoppala. Perle suchen wir auch noch. So, das müsste ja in einer dieser Austern sein. Vorausgesetzt, die ist nicht in irgendeiner Schatulle. Perlen vor die Säue werfen. So. Brotscheiben, Schälmesser. Immer noch ein Schälmesser. Handschuhe. Die habe ich vorhin auch irgendwo gesehen. Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Wo sind sie hin? Da waren sie. Zitrone. Noch ein Köder. Zitrone. Ein Skelett. Ein Anker. Käfer und Krebs. Ein Krebs meine ich immer ein Hummer. So, jetzt ist die Frage, wo finden wir die Zitrone? Zitrone und noch einen Köder. Ach, hier ist die Zitrone. Und der Köder. Wir halten den Anker. Wo ist die Kurbel? Hier ist eine Angel. Ich muss etwas an die Angel hängen. Taucheranzug. Ah, ich sehe schon Teile eines Fisches.
Hier hinten ist auf jeden Fall der letzte Schlüssel drin. Der Taucheranzug. Der Helm ist fest verschlossen. Aber wir haben ja einen Schraubenzieher. Jetzt ist er nicht mehr fest verschlossen. Fehlender Knopf. Ja, den haben wir irgendwo gebraucht. Wenn ich jetzt was an der Seil binde, kann ich das Fass ans... hier an Anker. Eine Holzkachel. Ne, hierfür brauchen wir es nicht. Wo war denn jetzt dieser fehlende Knopf? Ist hier im Keller? Nee. Ach, hier war das. Was? Nee, hier muss ich nicht hin. Ah, hier kommt die 3 rein. Anleitung. Setze die Muscheln auf die richtigen Felder. Die Zahlen in der Reihen und Spalte zeigen an, wie viele Muscheln sich dort befinden müssen. So, warte mal. Hier müssen sich auf jeden Fall 3 bewegen. Hier nicht. Hier sind jetzt... Ich verstehe diese Zahlen jetzt hier überhaupt nicht. Achso, wenn die Muscheln richtig sind, dann sind die okay. Dann kann ich die ja gar nicht mehr entfernen. Was? Kurbel! Sollte es durchtrennen. Das letzte Fischteilchen. Natürlich Edelsteine ohne Ende. Aber die Edelsteine können wir momentan noch nirgendwo anbringen. Aber hier ist noch etwas, was wir machen können. Da fehlt uns ein blaues Dingsbums. Hier ist auch noch irgendwas, was wir machen können. Achso, hier fehlt uns noch ein Köder. Ah, hier war das mit dem Dings, mit dem Dreieck. Anleitung. Verschiebe die und drehe die Stücke, um das Bild wiederherzustellen. So, jetzt müsste man erstmal wissen. So, für gewöhnlich ist es ja immer am einfachsten mit dem Rand anzufangen. Aber da man uns die Arbeit mit dem Rand... Okay, das Dreieck ist fest drinne. Wie kann man das drehen? Ah. Okay.
Okay. Da ist ich wahrscheinlich... Oh. Es handelt sich hierbei wieder um irgendwelches Gemüse, okay. So. Nee. So. Ah, hier ist ein großes Dreieck. So, das wird halt andersrum. Ah, pala, immer zu viel. So. Na komm. So, passt doch. Das machen wir dann mal so rum rein. Und das passt dann so rum. Salz. Gott sei Dank versteckt man seinen Salzstreuer so. Keller am verlassenen Haus, ich kann da... Wozu habe ich Magneten, wenn ich mit dem jetzt nicht sowas machen kann? Mein kleiner Freund könnte in das Loch kriechen und den Schlüssel... Welcher kleine Freund? Warte mal, wir haben eine Metallkachel. Können wir damit jetzt eigentlich diese Frosted Metallkachel... Na, natürlich. Das war ein Teil, ne? Oder verschiebe die Kacheln so, um das verrostete Stück ganz nach rechts zu bringen. Oh nö. Ich diese Art von Spiele hasse. Oh, Schieberätsel. Oh, sind ja meine Freunde. Das ist schon wieder hier zum Kotzen, ey. Ich hasse wirklich Schieberätsel. Das ist überhaupt nicht meins Schieberätsel.
Nee, kann ich das nicht einfach machen. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Gottes Willen, ey. Oh, wir können auch immer... Vielleicht können wir den Magneten ranmachen. Immer noch Fische draußen, okay. Wenn ich die Nägel rausziehe, kann ich... Okay, Zange. Ja. Okay, ich muss ihn erst säubern. Dafür brauchen wir die Saftpresse. Oh Gott, wo war denn jetzt die Saftpresse hier? So. Haben wir noch das Keller, den Keller im verlassenen Haus. So, hier ist eindeutig der Schlüssel. So. Welchen kleinen Freund? So, das funktioniert nicht. Hier, das funktioniert auch nicht. Das auch nicht. Mehr haben wir überhaupt nicht. Um Gottes Willen, ist so eine Schachtel, eine Holzkiste. Philips geheimes Zimmer. Halt. Klappe offen halten. Hauen wir ein paar Beeren rein. So, die Maus sitzt in der Falle. Sehr schön. Ich habe eine Maus gefangen. Man kann es auch aufwendiger machen. Ach du Scheiße. Okay. Ach, wieder mit einer bestimmten Anzahl, okay. Muss man alle? In genau 11 Zügen, okay. Nicht ganz, okay. Dann rein, dann kriege ich Zimmer bis ganz runter. Hoch, rechts, hoch, links und hoch.
Gut, kriegen wir nochmal jetzt ganz runter, rechts, hoch. Uns fehlt genau ein Zug. Okay, dann gehen wir nach links. Warum geht das nicht? Okay. Dann muss halt so, so. Gehen wir halt erst nach ganz nach rechts, dann halt nach... Ne Mist, das war immer zu viel. Rechts, hoch, rechts, runter, immer noch einmal runter, nach rechts, runter, rechts, hoch, hoppala. Schlüssel, dann bitte. Warum das jetzt ein fettes Labyrinth ist, weiß wahrscheinlich auch keiner. Wo waren jetzt... Achso, die Gruft. Friedhofsweg. Alter Friedhof, neuer Friedhof, da ist die Gruft. Warte mal, Rose. Och, leck mich doch, ey. Ohne die Spiegel so an, dass jeder Lichtstrahl in das passende Feld trifft. Kann man die drehen? Okay. So. Thank you for coming to my rescue again. You saved me once already. Though you were too late to save me from this curse. Regardless, I am in your debt. For that reason, I will give you a chance to choose your destiny. Do you wish to have eternal life as I do? Nach den Ereignissen Kisilova bereitet sich der Fluch in der der untoten Kreaturen, auch Vampire genannt, über ganz Europa aus. Es war der Beginn der Ära des Schreckens, sie ging als Vampir-Kontroverse des 18. Jahrhunderts in die Geschichte ein. Während dieser Zeit litt Europa unter einer Epidemie von Vampirangriffen, zahlreiche Stadtbewohner wurden und so weiter und so fort. Achso, okay, das ist jetzt die Wiederholung. Gut, damit hätten wir das auch offiziell durchgespielt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann... Nein, noch mehr Werbung. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, ciao!